Schön, willkommen zu einem neuen, wunderbaren Video. Ihr habt alles richtig gemacht, ihr seid bei Colin und Dennis TV gelandet. Heute gibt es einen krassen Gaming-Booster-Test. Colin und Dennis TV wird mal wieder ein bisschen international. Wir haben hier was Cooles am Start, nämlich Hack. Und heute gibt es Hack. Man könnte auch sagen, Hack, yeah. Wir haben hier so eine nette Karte noch bekommen, handgeschrieben. Sowas finde ich immer ganz geil. Hier ist genauso lustig. Der Moment, wenn du den ersten Schluck Hack probierst. Wir werden es ausprobieren. Hier haben wir Blue Raspberry am Start, ein Portionspäckchen. Wir haben alle Sorten bekommen von der Firma. Vielen Dank dafür. Wir werden das mal für euch hier testen. Bis gleich. Wir sind zurück. Wie gesagt, wir haben Post bekommen, von Hack zugeschickt. Vielen Dank und naja, vielen Dank für die Möglichkeit, dass wir das testen können. Das ist ja schon mal ganz geil. Wir haben also alle Sorten am Start. Falls ihr die nächsten Videos auch nicht verpassen wollt, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, mal die Glocke zu aktivieren und hier mal fröhlich reinzufolgen. Dann kommt eine Push-Mitteilung, wenn die nächsten Videos kommen. Das mal nur so nebenbei, das könnt ihr jetzt gleich machen, während wir hier den Gaming-Booster vorbereiten. Also heute ist Blue Raspberry am Start, blaue Himbeere. Wer kennt sie nicht vom Sträuchlein? Es wird genauso getestet wie immer. Halber Liter stilles Wasser, ein paar Eiswürfel und dann so einen schönen Portionsbeutel. Das Ganze ist bei Hack Zero Zucker. Das finde ich schon mal wieder ganz angenehm. Wisst ihr, wer lange guckt, der kennt es von mir. Und ja, blaue Himbeere ist ja schon so ein Kultgeschmack, der auch gerade im Gaming-Booster-Bereich abgeht. Ich bin jetzt echt... Oh, das... Huiuiui, das riecht aber gut. Das ist jetzt Tatsache der erste Kontakt mit Hack. Wie auch immer. Ja, riecht aber wirklich ganz gut, ne? Ja. Shaker ist ganz cool, so matt-schwarz. Auf der einen Seite der Schriftzug und auf der anderen Seite der coole Hack-Smiley. Plopp. Ja, das Ganze ist ohne Sieb, sondern mit so einer Schüttelspirale. Nicht so meins, weil dann immer die Eiswürfel durch die Gegend fliegen. Ich liebe es. Achso, Colin, einen Schluck zum Probieren. Das ist ein Gaming-Booster, ne? Also einmal den Geschmack eintesten. Das ist mal blau. Ich hatte darüber nachgedacht, ob Hack auch auf natürliche Inhaltsstoffe setzt, was zum Beispiel Farbstoffe angeht. Ehrlich gesagt, sieht nicht so aus. Aber, also jetzt gucken wir nochmal. So, that moment you take a first sip. Hack Energy. Mal gucken, ob wir hier wie Chris Pratt gleich aussehen. Hack, yeah, auf geht's. Blaue Himbeere. Ja, alle Natürlichkeits- Gedanken sind damit zerschlagen, auf jeden Fall. Eine Sache stört mich. Schmeckt fast so ein bisschen... Was das andere ausländische Ding auch hatte. Ja. Und zwar wird das alles im Mund irgendwie so ein bisschen dickflüssig. Ja, ich habe auch gerade gedacht, das ist auf jeden Fall eine dicke Sorte. So was stört mich. Ich finde es auch nicht so mega geil. Das Geschmack ist gut. Ja, aber so das Mundgefühl ist ein bisschen komisch, ein bisschen plörrig. So. Farbe haut rein, du hast einen coolen Geschmack. Schon dieses typische blaue Himbeere. Ich würde jetzt spontan aber sagen, bevor wir bei der Bewertung sind, dass es andere Firmen auf jeden Fall ein bisschen mehr, ne, ein bisschen knalliger hinkriegen. Ja. Denn man muss ehrlich sagen, es ist ein leichter Geschmack. Ne? Also es ist jetzt nichts Kräftiges. Mm-mm. Du hast eine Süße, du hast so ein bisschen diesen blauen Himbeergeschmack, der so an Wassereis oder Süßigkeit erinnert. Aber ich denke da an eine große Marke hier aus Deutschland. Da ist die blaue Himbeere auf jeden Fall deutlich kräftiger und mit deutlich mehr Power. Ne? Was man sagen muss, es gibt ja auch wirklich Sachen im Gaming-Booster-Bereich, die einfach nicht schmecken, ne? Wo du wirklich was Störendes hast, was irgendwie, ne? Wo so du was denkst, ist es. Nee, nicht. Ist es nicht. Man kann es trinken. Also es ist jetzt, allerdings auch ist diese Sorte Blue Raspberry, gerade bei der Konkurrenz, die es so gibt auf dem Markt, jetzt nicht so der Knüller. Ich gieße mir allerdings jetzt das dritte Mal nach. Also kann es ja gar nicht so schlecht sein. Naja, also, ne, es ist nicht schlecht, aber es ist jetzt auch nicht als Ultra-Mega-Ding. Es könnte einfach ein bisschen kräftiger sein. Es könnte einfach mehr Power haben, mehr Bums.
bisschen mehr Säure, bisschen mehr Süße, bisschen mehr Geschmack. Einfach von allem ein bisschen. Ich habe extra nochmal geguckt. Es ist auf 500 Milliliter. Ich glaube, die haben wir im Shaker noch nicht mal drin. Der ist nämlich ein bisschen kleiner wie die anderen Shaker. 500 wäre wahrscheinlich randvoll. Das haben wir ja noch nicht mal. Und dafür ist es dann schon echt ein bisschen dünn. Gut, kommen wir zur Bewertung. Es ist ja die erste Sorte mit der erste Kontakt. Auch manchmal muss man sich ja auch in so eine Sorte erstmal ein bisschen reinfühlen. Wenn das jetzt so komplettes Neuland ist, vielleicht überzeugen ja die anderen beiden Sorten noch. Es gibt irgendwie noch Grapefruit und eine Apfelsorte. Hört sich ja schon mal ganz cool an eigentlich. Ja. Kommen wir zur Bewertung. Genau, ne? Es erst geht mal von 1 bis 10. 1 ist schlecht, 10 ist yippie. Ja, also ich muss sagen, hier ein völlig überfordertes Heck yeah hau ich nicht raus. Was man sagen muss, ist, es ist kein Reinfall. Es könnte halt ein bisschen kräftiger sein. Das muss man einfach so sagen. Ja, wo bin ich denn da? Bei einer 7, bei einer 6? Ich übernehme von dir auf einmal diese Kommazahlen. Eine 6 ist auch, also es ist ja nicht schlecht, aber eine 7, wir haben auch schon Sachen, oder ich persönlich habe auch schon Sachen hier bewertet mit einer 7, die auf jeden Fall deutlich besser waren. Also gibt es von mir eine 6,5 für Hack Blue Raspberry. Es ist schon lecker, es schmeckt nichts Störendes oder so. Du hast diese blaue Himbeere auf jeden Fall voll dabei. Es könnte halt einfach ein bisschen mehr Power, ein bisschen mehr Punch haben. Dementsprechend 6,5. Ja. Was hast du? Also ich würde mal sagen, dass das Ganze mehr so ein bisschen mehr Power, so ein bisschen mehr Punch haben kann. Ne? Also es ist nicht ganz eine 6,5, es ist eine gute 6,5. Das Design ist ganz cool. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Also ich muss, das ist mir voll ins Auge gesprungen auf Insta, deswegen bin ich da überhaupt drauf aufmerksam geworden. Ich finde das schon ganz cool. So der Look ist ganz nice. Falls ihr mal was ausprobieren wollt von Heck, die haben halt diese Probepäckchen, das ist immer ganz cool, finde ich, wenn die Firmen das anbieten. Die Shaker sind ganz nice. Ja, in der Videobeschreibung ist ein Link, in der Insta-Story ist ein Link. Einfach direkt mal bei Hack reinschauen, die haben auch immer Aktion. Könnt ihr ein bisschen was sparen. Macht mal einfach. Also so von der Sache, es ist ganz cool. Also ich habe wirklich jetzt auch kein Problem. Oh, eine 6,5, man kann auch nicht alles mit einer 7 machen. Ich kann den Shaker austrinken. Wir haben auch schon Sachen gehabt, die haben wir nach dem Testen entsorgt, hätte ich fast gesagt. Aber ja. Es fehlt einfach so das gewisse Etwas. Man muss ja auch irgendwie freundschaftlich, ehrlich, sportlich bleiben. 6,5 bis 7 ist eine coole Nummer. Kann man sich ruhig mal geben. Ne? Jetzt tut es mir schon fast wieder leid, weil das so einen weiten Weg in der Post gehabt hat. Aber wir bleiben ehrlich, 6,5 und fertig. Aus die Maus. Nikolaus würde Kalli jetzt sagen, fällt mir da gerade ein. Ihr könnt liken, abonnieren, die Glocke aktivieren und Hack inhalieren.